Hallo und willkommen zu meinem Referat über den Musikpädagogen, Geigenvirtuosen und Komponisten Ferdinand David. Dieses Mal schauen wir uns eine Persönlichkeit aus dem 19. Jahrhundert an, die heutzutage im kollektiven Gedächtnis weniger prominent vertreten ist als zum Beispiel ein Mendelssohn oder Wagner, jedoch nicht weniger bedeutsam ist für das Verständnis der Entwicklung der klassischen Musik jener Epoche. Zuerst zeige ich euch meine Gliederung. Am Anfang werdet ihr eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten sehen, damit ihr die Person des Ferdinand David im Hinblick auf seine musikalisch-historische Bedeutung schon einigermaßen einordnen könnt. Danach folgen prägnante Fakten und Gegebenheiten zu seiner Tätigkeit und Entwicklung während seiner früheren Lebensjahre. Jugend ist allerdings etwas breit aufzufassen, denn dies beinhaltet auch seine Biografie als junger Erwachsener. Anschließend lernt ihr mehr über seinen Stellenwert in der Leipziger Musikszene des 19. Jahrhunderts, denn in dieser Stadt sollte er fast bis zu seinem Tode verweilen. Im darauf folgenden Abschnitt erzähle ich einiges über seine Werke, seine Tätigkeit als ausführender Musiker und deren Rezeption. Zum Schluss werdet ihr selbstverständlich einen Hörauftrag bekommen und die verwendeten Quellen ansehen können. Damit ihr schon eine konkretere Vorstellung bekommt, seht ihr auf dieser Folie die wichtigsten Eckdaten der Biografie von Ferdinand David. Interessant ist vor allem das Geburtsdatum, denn fast zu gleicher Zeit wurden auch Mendelssohn und Schumann geboren. Im Gegensatz dazu hat David diese beiden anderen berühmten Musiker, die mit ihm in dynamischer Wechselwirkung standen, um einige Jahrzehnte überlebt. Ferdinand David wurde laut Geburtenregister der jüdischen Gemeinde am 20. Januar 1810 als Sohn des erfolgreichen Kaufmannes David Salomon in Hamburg geboren. Laut mancher anderer Quelle am 19. Juni, was ein wenig verwirrend ist. Interessanter als dieses Datum ist allerdings die Tatsache, dass er im selben Haus, Große Michaelische Straße 14, zur Welt kam, in dem auch Mendelssohn ein Jahr zuvor geboren worden war. Gemeinsam war diesen beiden Musikern außerdem, dass sie von Geburt jüdisch waren und später zum Christentum konvertieren sollten. Wie Mendelssohn auch, war David ein begabtes Kind mit mehreren Talenten, so dass seine Lehrer in Streit gerieten, ob man ihn im Sinne der bildenden Kunst, vor allem Porträts, oder der Musik ausbilden sollte. Er besaß eine gute Allgemeinbildung, er liebte das Lesen, sprach Französisch und Englisch. Insgesamt wurde aber schon schnell klar, dass die Musik seine größte Leidenschaft war. Schon als Kind konnte er durch seine Fähigkeiten an der Geige beeindrucken. In den Jahren 1823-24 zog er nach Kassel. Hier bekam er Unterricht im Geigenspiel und Musiktheorie bei Louis Spohr und Moritz Hauptmann. Nach diesen Lehrjahren folgten die Wanderjahren mit Auftritten in Kopenhagen, Berlin, Dresden und natürlich Leipzig, wo man ihn am 28. Dezember 1825 zum ersten Mal erleben konnte. Auf Konzerttour trat David mit seiner Schwester Marie-Louise, die eine begabte Pianistin war, auf, wie einst Mozart mit seiner Schwester Maria Anna. Hierauf folgte 1827-28 ein Engagement im Orchester des Königstädtischen Theaters in Berlin. In diesem Umfeld lernte er Mendelssohn kennen, mit dem er Kammermusik spielte. Davon abgesehen war es auch der Anfang einer lebenslangen Freundschaft und einer gegenseitigen musikalischen Beeinflussung. Die Tätigkeit in Berlin dauerte allerdings nicht sehr lange. Denn in der Zeitspanne von 1829 bis 1835
sollte er als erster Violinist der privaten Quartettkapelle des livländischen Landmarschalls und Garderittmeisters Karl Gotthard von Lippart in Dorpat, das ist im heutigen Tartu in Estland, arbeiten. Die laut der Musikhistorikerin Ida Marie Lipsius schöne und geistreiche Tochter des Barons, Sophie, lernte David als Schülerin kennen. Letztendlich wurde sie seine Frau, die er im Dezember 1836 in Berlin vermählte. Während seiner Zeit in Osteuropa und Russland unternahm er Konzertreisen nach Riga, St. Petersburg und Moskau. Ein Beweis für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der deutschen und russischen Kulturszene. Auf seine Erfahrungen und Leben in Russland folgte dann im Jahre 1835 der Ruf von seinem Freund Mendelssohn, der ihn dazu brachte, einen Posten als Konzertmeister des Gewandhauses und als Primarius des Gewandhausquartetts anzunehmen. Mit seiner Frau war er wohnhaft im Gerhardsgarten, eine Gartenanlage in der westlichen Vorstadt des alten Leipzigs. Heutzutage entspricht dies dem Bereich der Lessingstraße und Thomasiusstraße. Dort in Leipzig sollte er bis zu seinem Tod tätig sein. Im Jahre 1843 fing er, zusammen mit Moritz Hauptmann, Robert Schumann und Christian Polenz, an als Dozent am Leipziger Konservatorium. Sein Fachgebiet war selbstverständlich das Geigenspiel. Zu seinen Schülern gehörten für das Geigenspiel bedeutsame Persönlichkeiten wie Josef Joachim, August Wilhelm, Henry Schradig, Engelbert Röntgen, Vater des Komponisten Julius Röntgen, und Wagners Neffe Alexander Ritter. In seinen späteren Jahren widmete er sich zunehmend der Aufgabe des Dirigierens, weil sich seine Gesundheit verschlechterte und bestimmte Nervenleiden ihm das Geigenspiel erschwerten. Nachdem er vornehme Persönlichkeiten wie Mendelssohn, Schumann, Hauptmann und Moscheles überlebt hatte, zeigte sich Ferdinand David auch in seinem angeschlagenen Gesundheitszustand willensstark, indem er 1872 nochmals im Gewandhaus vor das Publikum trat, mit der Aufführung des von ihm selbst bearbeiteten Bachsche D-Moll-Konzert. Obwohl sein Arzt ihn von dieser musikalischen Tätigkeit abgeraten hatte, wollte er diesem Vorschlag nicht nachgeben und sprach: Ohne meine Kunst zu leben, wäre ja erst mein Tod. Er verließ Leipzig am 14. Juni 1873, um sich mittels einer Kur in der Schweiz gesundheitlich zu erholen. Sogar dort wollte er nicht von dem Musizieren ablassen, denn die anderen Kurgäste lauschten gespannt seiner Interpretation Chopinscher Mazurken. Obwohl er zu verstehen gab, sich eigentlich wohlzufühlen, starb er plötzlich an einem Herzinfarkt, als er sich auf dem Weg befand nach seiner Clubhütte. Kurz zuvor hatte er mit musikalisch gewandtem Witz und auf den Sirfretta-Gletscher deutend noch gesagt: Da hinauf möchte ich nicht, und wenn die 10. Sinfonie von Beethoven im Manuskript oben läge. Dies war am 18. Juli 1873. Obwohl Ferdinand David heutzutage vor allem als Musikpädagoge und Geigenvirtuose in Erinnerung geblieben ist, hat er ein recht breites Repertoire an Kompositionen hinterlassen. Dazu gehören 12 Themen- und Variationsstücke für Violine und Orchester, 5 Violinkonzerte, ein Streichsextett, Konzertinos für Violine, Fagott, Klarinette, Posaune und Orchester. Auch sollte es 2 Sinfonien und eine Oper gegeben haben, aber leider sind letztere Werke verschwunden. Angeblich soll er seine Oper Hans Wacht nach der Uraufführung vernichtet und sie als scheußlich bezeichnet haben. Unter seinen Werken kommt dem Posaunenkonzert Opus 4 eine herausragende Bedeutung zu, denn dieses Werk gilt als obligatorisches Stück für Posaunisten, die sich für eine Zulassung zum Orchester bewerben wollen. Unterschätzt ist zudem auch sein Einfluss auf Schumann und Mendelssohn. Schumann wurde erst von ihm dazu angeregt, Sonaten für Violine
und Klavier zu komponieren. David schrieb 1850: Warum machst du nichts für Geige und Klavier? Es fehlt so sehr an was Gescheitem Neuen, und ich wüsste niemand, der es besser könnte als du. Schumann widmete ihm Sonate Opus 121, in die die Tonfolge D-A-F-D hineinkomponiert worden war, als Anspielung auf den Namen David. Die Bedeutung dieser Freundschaft wurde auch erkennbar in Davids Auftreten als Zeuge im Prozess gegen Friedrich Wieck. Im Hinblick auf technische Aspekte hat David Mendelssohn dabei geholfen, die Präzision des Orchesters zu etablieren. Sein organisatorisches Talent war außerdem der treibende Faktor, der das Leipziger Orchester zum weltweiten Standard gemacht hat. Im Jahre 1845 trat David als Solist auf und gab die Premiere des Violinkonzerts E-Moll Opus 64, das von Mendelssohn für David geschrieben worden war. Der Tod von Mendelssohn im Jahre 1847 erwies sich als schwieriges, eingreifendes Ereignis im Leben des Ferdinand David, der bei der Beerdigung einer der Sargträger war. Insgesamt zeigen die Werke der beiden Komponisten ähnliche formale Strukturen auf, mit sorgfältig verwendeten klassischen Formen in Kombination mit romantischem Klangidiom, Witzigkeit und Feingefühl. Als Instrumentalist hatte David nach dem Anhören von Niccolò Paganini das Geigenspiel gänzlich aufgeben wollen. Angeblich war die Technik seiner linken Hand weniger geeignet für die schwierigsten Passagen, dies konnte er allerdings kompensieren durch eine große Beweglichkeit der rechten Hand. Weiterhin empfand er offensichtlich eine Abneigung gegen Noten, die lange angehalten werden sollen. Eine solche Stelle stattete er lieber mit Verzierungen aus. Abgesehen von technischen Möglichkeiten oder Einschränkungen war er als Pädagoge einzigartig und der führende deutsche Vertreter seiner Epoche. Seine Methodik entsprach der deutschen Tradition von Spohr, die um die Errungenschaften eines Paganini bereichert wurde. Seine Herausgabe der Violinschule gilt als Musterwerk für Instrumentalisten, die eine höhere Stufe im Geigenspiel anstreben. Weiterhin war Ferdinand David, wie Mendelssohn auch, verantwortlich für die Bewahrung der Werke von etablierten Namen wie Bach, Händel oder Mozart. Man denke auch an die Hohe Schule des Violinspiels mit Stücken aus dem 17. und 18. Jahrhundert, eine Herausgabe, die den modernen Bedürfnissen entsprechend gestaltet wurde. Als Solist erntete er außerdem Bewunderung für seine Interpretation von Beethovens Quartetten oder für die große Fuge Opus 133. Insgesamt ist die Bedeutung von Ferdinand David im Vergleich zu Schumann oder Mendelssohn der Allgemeinheit noch relativ unbekannt. Und es würde sich lohnen, sich damit näher auseinanderzusetzen. In diesem Sinne bekommt ihr jetzt den Hörauftrag, um genau das zu tun. Schaut euch die Fragen gut an, hört euch das Stück an und die Beantwortung der Fragen erfolgt dann im Seminar. Thank you.
Thank you.